Hallo, hier spricht Peter. Ich bin in Oxford. Heute haben wir Dienstag, den 4. Februar 2020. Ich war gerade in einer Veranstaltung hier in der Oxford Union. Das ist sowas wie die Studentenverwaltung, eigene Studentenverwaltung, also Union, ne? Gewerkschaft sozusagen, von Studis. Und hier, ihr seht, das ist ein schönes, schönes Gelände. Ein bisschen dunkel im Moment, aber naja, so ist es. Da ist es tatsächlich natürlich überall, auch bei Kirchen, ist immer gleich so was Pub-ähnliches, Restaurant ist auch hier. Und hier, wie gesagt, in der, wenn ich mich jetzt gleich nach rechts drehe, hier, ne, hier nicht, das sind alles schöne Gebäude, hier hat es stattgefunden gerade. Und zwar hat Britney Kaiser aus Amerika, die bei Cambridge Analytics gearbeitet hat, und auch Trump mit unterstützt hat und auch sonstige Campaigns, gerade bei Facebook halt, ja, zumindest betreut oder wissentlich mit unterstützt hat. Die hatte gesprochen gerade und dann, also erst hat sie freigesprochen, das war sehr eindrucksvoll, fand ich, also ohne großes Konzept, hat einfach darüber geredet, was sie gemacht hat, beziehungsweise, was also stattgefunden hat. Und dann gab es anschließend ein kleines Interview von einer Moderatorin und ihr, der Britney Kaiser, die aus Amerika ist tatsächlich und eben hier auch in UK mal studiert hat. Und dann anschließend waren auch Fragen zugelassen. Das alles kann man tatsächlich auf YouTube nachlesen oder nachhören, nachsehen. Es wird bei YouTube hochgeladen von dem Oxford Union Channel. Ne? Oxford Union, also Oxford Gewerkschaft im Sinne von Studi-Gewerkschaft. Union ist ein weiter Begriff. Englischen wisst ihr ja, also auf jeden Fall. Und hier bin ich jetzt und ich gucke da gleich nochmal rein. Ich durfte während der Zeit nicht filmen, tatsächlich waren die irgendwie ein bisschen, oder auch nicht fotografieren. Naja, muss man sich halt dran halten. Und es ging auch um Data Protection, also Sachen. Tatsächlich, also eine Frage wollte ich stellen, konnte ich leider nicht stellen. Meiner Meinung nach gibt es ja drei Möglichkeiten.